Sehr geehrte Frau Professorin, sehr geehrter Professor, liebe Gäste, ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie uns noch widmen wollen, weil es sind natürlich ganz viele Fragen jetzt angeschnitten worden, an welche man zusammen Antworten suchen soll. Ich fand das wirklich sehr interessant, diese Mischung, Frau Professor, was Sie gemacht haben, die Verbindung zwischen rechtliche Lage und die politische Beurteilung. Das haben Sie sehr interessant zusammengeführt und in Ihren Darstellungen waren auch Bewertungen da, politische Bewertungen, wenn Sie wollen. Ich werde mich vielleicht auf die praktische Seite stellen. Ich habe nicht so eine schön strukturierte Rede vorbereitet, weil ich wusste nicht, ich kannte nicht das Manuskript von Frau Professor, das heißt, ich konnte keine Gegendarstellung vorbereiten. Und ich muss sagen, und das haben wir auch, wenn ich eingeladen war, besprochen, dass an überwältigende Mehrheit von Prinzipien, die Frau Professor angesprochen hat, kann ich zustimmen. Und das ist ganz wichtig auch zu sehen, dass es gibt viele Sachen im europäischen Raum, die wir alle zusammen lösen können und auf welchen wir auch Antworten haben, die wir teilen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt ein paar Prinzipien sage, dass die wir zusammen, glaube ich, teilen werden. Aber ich werde mit einer anderen Bemerkung noch beginnen. Sie, Herr Professor Friedmann, Sie haben mit dem Jahrestag von der Auschwitz-Befreiung begonnen. Eine sehr bewegende Sache. Ich kann Ihnen sagen, ich war schon dieses Jahr viertes Mal im Bundestag bei diesen Festen, wenn man diese Befreiung als ein großes Ereignis feiert. Und Sie wissen oder wissen Sie auch nicht, heute oder dieses Jahr war der Herr Professor Friedländer, der da die Hauptrede gehalten hat. Ich weiß nicht, ob Sie das gefolgt haben oder gesehen haben. Und das ist eine Sache, die mich dann in Erinnerung geblieben ist, eine ganz tragische Geschichte von ihm, die er als Kind erlebt hat. Und er hat neben anderen Sachen die Geschichte von Flucht beschrieben. Wenn er mit seinen Eltern nach Frankreich geflüchtet ist und da als Zehnjährige in ein Spital untergebracht ist, geschützt von der Belegschaft. Und dann haben die Eltern entschieden, dass er sollte in ein katholisches Kloster gehen, wo er Schutz finden sollte. Und die Eltern werden dann alleine versuchen zu flüchten. Keiner von uns ist Zehnjährige, aber wir können es uns in unserer Zeit, wenn wir Zehnjährige waren, zusammen in Erinnerungen bringen. Er ist von dem Kloster geflüchtet zum Spital, zu den Eltern, und er hat gesagt, ich will nicht getrennt sein von euch. Ich will mit ihnen weiter da gehen, wo sie gehen. Sie haben naheliegend oder offensichtlich in guten Willen ihn dann wieder in den Kloster gebracht, weil sie hofften oder dachten, dass das für ihn eine bessere Chance für Überleben darbietet. Er hat geweint, er hat sich gewehrt und das war das letzte Mal, wenn er die Eltern im Spital gesehen hat. Dann ist Folgendes passiert. Die Eltern haben versucht zu flüchten in die Schweiz mit einer größeren Gruppe von Flüchtlingen damals, jüdische Flüchtlingen. Und von dieser Gruppe waren die Flüchtlinge, die mit minderjährigen Eltern an der Grenze waren in die Schweiz gelassen, das heißt von der Schweiz akzeptiert, nach dem Recht, die damals in Schweiz geherrscht hat. Die aber, die keine minderjährigen Kinder hatten,
waren zu den französischen Polizei zurückgegeben, damals die kollaboriert haben. Dadurch sind dann die Eltern in 2 Monaten in Auschwitz gelangt und sind da gestorben. Der Kleine ist dann in einem Kloster überlebt und dann nach Israel ausgewandert und hat diese sehr rührende Rede gehalten. Ich will damit sagen, dass die Gesetze, die wir haben, oft so appliziert müssen, dass sie menschlich appliziert sind. Und das ist das, was Sie am Anfang gesagt haben. Eine Seite ist die rechtliche Lage, die wir haben, und andere Seite ist dann oft das praktische Leben, die wir leben. Ich komme jetzt zurück zu den Prinzipien, die wir bei den Flüchtlingspolitik folgen. Ich beginne mit der Geschichte der Slowakei, wenn wir zu Schengen beigetreten sind. Das war jetzt vor etwa 14 Jahren. Und die Bedingung dafür, dass Slowakei zu Schengen gehört, war, dass wir die Außengrenze schützen. Unsere Außengrenze ist mit Ukraine im Osten. Und da waren die strengste Kontrolle aus Deutschland auch. Wenn Sie dies nicht machen, vergessen Sie Schengen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Ostgrenze wirklich dicht gemacht. Und das komme ich dazu, was Sie gesagt haben. Da kommen nur die, die wir kontrollieren und registrieren können. Das soweit so gut. Jetzt nach 6, 7 Jahren sitzen wir in schönen Mitteleuropa, Bratislava, Wien, Donau, sehen wir, kommen Zehntausende, Hunderttausende Flüchtlinge von irgendwo, die nicht registriert sind. Niemand weiß, wer sind diese Leute. Dann fragen wir, ja, hallo, aber wenn Sie doch in Schengen, da müssten wir doch Kontrolle haben über die Grenze. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir alle verloren. Das ist mein Punkt. Wenn wir unsere Schengen-Raum weiterhin und Dublin-Verfahren durchführen wollen, es ist ein Muss, dass wir die äußere Grenze kontrollieren und schützen. Es ist nicht so, dass wir die Flüchtlinge ablehnen, aber wir müssen wissen, wer kommt, wir sollen sie registrieren und dann sollen wir das Verfahren, was Frau Professor sehr eloquent beschrieben hat, durchführen. Ohne dieses Prinzip, glaube ich, sind wir langfristig verloren. Wenn wir das nicht schaffen, ist die Lage noch komplizierter als heute. Jetzt komme ich wieder zu anderer praktischen Seite von unserem Schengen-System. Ich habe vor ein paar Wochen ein Mittagessen gehabt mit damaligen Kommissar Verheugen. Die Name für Sie, nehme ich an, sagt, was er war damals in der Kommission von Prodi, wenn man das System eingeführt hat. Jetzt ganz praktisch gesehen, was würde man glauben? Wenn wir jetzt Schengen-System einführen und die Innengrenze haben, Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Italien, dann sparen wir praktisch die Leute, die die Grenze schützen zwischen unseren Ländern. Naheliegend, ja, wenn wir keine Kontrolle haben, dann diese Leute sind hoffentlich nicht arbeitslos, aber die braucht man nicht mehr. Was wäre das logische Konsequenz? Dass wir diese Leute, die wir gespart haben, oder die Finanzen, die Mittel, für unsere Partner im Süden weiterleiten und sagen, ja, jetzt sind sie zuständig für uns alle. Wir geben ihnen jetzt Mittel und Leute, dass sie diese Grenze schützen. Ich glaube, das ist eine relativ logische Konstruktion, die ich jetzt da schildere. Was ist passiert? Diese Länder im Süden haben das abgelehnt. Sie haben gesagt, nein, wir brauchen kein Geld, keine Expertise, wir sind bereit, ihr alle zu schützen. Das heißt, man würde erwarten, dass die Solidarität würde so aussehen, dass die Länder, die beitragen sollten, nicht bereit wären, das zu tun. Und die das bräuchten, verlangen hätten, dass, ja, bitte, wir brauchen das. Aber die Lage
war damals umgekehrt. Und das ist so geblieben, bis diese Flüchtlingswelle nicht gekommen ist, wenn Griechenland, Italien und ich würde auch Malta dazu zählen, an die Grenze gekommen sind, weil sie könnten diese Welle nicht bewältigen. Diese Denkweise, und da haben Sie über Frontex gesprochen, ist leider nicht vorbei. Wenn wir heute vorschlagen, Slowakei, Tschechien, Polen, Deutschland, andere Länder, dass wir Frontex stärken sollen, es lehnen nicht die Länder ab, die beitragen sollten. Slowakei ist bereit, überproportional beizutragen. Da sind die Länder im Süden, sie sagen, wir brauchen nicht, dass Frontex gestärkt ist. Das heißt, weil sie haben, das ist unsere nationale Souveränität und wir wollen nicht, dass auf unserem Territorium eine Organisation von EU stärker präsent ist. Das heißt, ich erzähle Ihnen diese praktische Seiten von den allen Änderungen, dass Sie verstehen, dass das Bild nicht schwarz-weiß ist, dass nicht die Länder, die jetzt in Mitteleuropa nicht die Quotensysteme akzeptieren, gegen Solidarität sind. Umgekehrt. Durch unsere Präsidentschaft im Rat, zweite Hälfte 2016, haben wir die flexible Solidarität vorgeschlagen. Wir haben gesagt, okay, wenn wir nicht jetzt die Quoten nehmen, wir sind bereit, unproportionell mehr Personal zu Frontex geben, viel mehr Geld für Ausbildung, für technische Ausrüstung zu geben. Und dieses Angebot steht weiterhin da. Das heißt, wir sind bereit, an diesen solidarischen Entscheidungen auch teilzunehmen. Eine andere Sache zu Umverteilung ist, dass das eine Entscheidung war, die über den Köpfen von diesen Ländern gemacht ist. Und ich habe jetzt vor 3 Tagen, haben Sie das vielleicht auch gelesen, als Herr Bundestagspräsident Schäuble gesagt hat, diese Entscheidung war nicht sehr klug, das so zu machen, dass wir über andere Länder entschieden haben. Das heißt, an Solidarität mangelt es nicht. Es mangelt, wie Frau Professor gesagt hat, an System, an Prinzipien, die dann auch gehalten sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Noch dazu, ich habe viele komplizierte Diskussionen darüber geführt, aber das war auch mein Argument, dass wir haben ganz viele Flüchtlinge in der Slowakei, in Polen, aus Ukraine. Aber wenn ich dieses Argument gebracht habe, wir haben Zehntausende Ukrainer in Polen, Millionen. Das war abgelehnt. Nein, das zählt nicht. Die Flüchtlinge aus Ukraine zählen nicht. Warum? Weiß ich nicht. Aber ja, die sind auch unter Bedrohung in Ostukraine. Teilweise natürlich, das gebe ich zu, sind das auch ökonomische Migranten, aber das sind auch bei den anderen Flüchtlingen die ökonomischen Migranten. Das heißt, da sollen wir wirklich versuchen, objektiv zu sein. Eine Bemerkung zu Afrika, das unterstütze ich völlig, das ist wirklich unser Schicksal. Falls wir es nicht schaffen, in Europa es zu begreifen, dass Afrika das Kontinent ist, wo wir unsere Sichtweise ändern müssen, dann glaube ich, werden wir die Flüchtlingsfrage so schnell nicht lösen können. Und Sie haben das nicht erwähnt, aber es ist ein Begriff von Marshallplan für Afrika entwickelt worden. Und das ist ganz wichtig, das ist vielleicht, klingt vielleicht zu historisch oder zu theoretisch. Wichtig ist, dass wir die Optik zu Afrika ändern. Bis jetzt haben wir Afrika im Auge als Länder, wo wir Entwicklungshilfe bringen. Dass wir helfen den Leuten, ganz wichtig, ich sage das nicht negativ, aber ganz wichtig, dass wir den Leuten zum Essen, zum Trinken geben, dass wir Unterstützungshilfe bringen. Optik muss man ändern. Man muss versuchen, und auch die Leute da unter Druck zu setzen, auch die staatlichen Systeme,
dass man investiert, dass man die Leute in den unternehmerischen, in den ökonomischen Bereich einbindet, dass sie selbst bereit sind oder fähig sind, auf den ökonomischen Entwicklung teilzunehmen. Das heißt, dass sie nicht passive Empfänger von Hilfe, aber dass sie gebunden sind, dass sie dabei sind, was in diesen Ländern passiert. Ich werde noch zwei Sachen kommentieren. Eine ist, Sie haben in Ihren, Frau Professor, in Ihren Erwähnungen gesagt, dass in einigen EU-Ländern keine Bereitschaft für Asylsysteme auszubauen ist. Ich kenne kein solches Land, dass die Asylsysteme nicht ausgebaut sind. Das Verfahren, ich kann für Slowakei nur sprechen, aber nochmals, ich kenne da keine formelle Ablehnung, dass sie das nicht bereit wären. Bei uns sind die Asylprozedere sehr detailliert durchgeführt. Es gehen nicht in Zehntausende oder Hunderttausende wie in Deutschland. Das sind Hunderte, Tausende, aber die sind wirklich sehr detailliert durchgeführt. Und diese Bemerkung von Ihrer Seite teile ich nicht. Das Zweite, was ich unter Frage stelle, ist Ihre Überlegung über eine Freizügigkeit der Flüchtlinge. Das ist eine Sache, die wirklich zweimal überlegt sein soll, weil ich bringe Ihnen ein Beispiel. Wenn sowas eingeführt wäre, dann könnten plötzlich in kleinen Slowenien, das ist ein Land, das fast ähnlich klingt wie Slowakei, aber das ist ein anderes Land im Süden, mit 1,5 Millionen mit Freizügigkeit plötzlich 500.000 Flüchtlinge aus Deutschland kommen würden. Sie wären plötzlich in einem kleinen Land, weil sie haben die Freizügigkeitsmöglichkeit. Ich glaube, das ist eine Überlegung, die wirklich zu überlegen ist, ob man in diese Richtung denken soll. Und da bin ich sehr zurückhaltend. Vielleicht letzte Bemerkung, dass Sie noch Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Was uns grundsätzlich stört, jetzt sage ich, spreche ich über Mitteleuropa, ist, dass man das Recht nicht anwendet. Wenn wir Fälle sehen, dass Flüchtlinge Kriminelle sind, dass sie straftätig sind und die Gesetze nicht so angewendet sind, dass diese Flüchtlinge abgeschoben sind, dann sind wir verzweifelt. Dann verstehen wir nicht, warum das nicht möglich sein sollte. Wenn jemand Schutz sucht, kommt in ein Land und dann ist straftätig, das endet das Verstehen auf unserer Seite. Und da müssen schon die Mechanismen wirken, welche Sie gesagt haben, dass die Gesetzlage durch Staatsgewalt auch durchgeführt sein muss. So ist unser System. Wir haben Rechtsstaaten und das muss geschehen. Und da sage ich darum, dass diese Fälle wirklich eine sehr ablehnende Haltung in unsere Bevölkerung bringen. Ich weiß, dass das Einzelne sind oder Dutzende oder Hunderte, nicht Zehntausende oder nicht Hunderttausende von den Flüchtlingen. Aber gerade, dass das Einzelfälle sind oder Dutzende, Hunderte, da muss man wirklich sehr konsequent sein. Und wenn ich einzelne Fälle gesehen habe, wie rechtlich kompliziert das ist, das abzustimmen, die Flüchtlinge, die straftätig waren, sie untertauchen zuerst, dann sind sie krank, dann sind sie nicht ab, kann man sie nicht zurück zu in Ländern zurückführen. Das ist wirklich etwas, was bei uns auf Unverständnis stoßt. Ich wollte mit meinen Bemerkungen die praktische Seite von diesem sehr schwierigen Thema zeigen und auch nochmals das unterstreichen, dass uns mangelt an Solidarität nicht, aber wir brauchen wirklich solche Bedingungen, dass die Solidarität auch klar gezeigt sein kann und auch effektiv wirken kann.
Und das ist für uns eine Hauptbedingung dafür, dass wir aktiv an den Prozessen uns beteiligen. Noch letzte Bemerkung, wir haben ein Projekt, das weiterhin läuft mit Österreich eingeführt, der Slowakei. Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern, die Nachbarländer sind. Weil die Flüchtlinge nicht in die Slowakei kommen wollen, durch ökonomische Bedingungen, durch vielleicht höhere Sozialzahlungen in Österreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, weiß ich nicht wo. Wir haben den Österreichern angeboten, wir nehmen die Flüchtlinge, die sie haben, eine gewisse Zahl, das war 2500 Leute, vielleicht für Deutschland nicht eine Riesenzahl, aber für uns schon relativ viel. Und wir werden die Leute verpflegen, wir werden den Unterkunft geben während des Prozesses von Asyl in Österreich. Bedingung war, dass diese Flüchtlinge von diesem Heim in der Slowakei, Flüchtlingsheim, nicht flüchten. Wenn sie flüchten würden, Deutschland, Schweden, Österreich, dann wird das Asylprozess in Österreich abgeschlossen und sie werden zurück in den Ursprungsland geschickt. Kein einziger ist von diesen Unterstützungspunkten geflüchtet aus der Slowakei. Das Prozedere ist durchgeführt. Wir haben die Leute manchmal 5 Monate, manchmal 10 Monate gepflegt, unterstützt. Das heißt, wir haben die Solidarität gezeigt. Und dann, wenn das Asylverfahren beendet worden ist in Österreich, dann sind die Flüchtlinge zurück nach Österreich gegangen und nach Beurteilung haben dann die österreichische Behörde mit den Flüchtlingen weitergearbeitet. Das heißt, auch mit diesem Beispiel will ich zeigen, dass wenn eine geregelte Bedingungen eingeführt sind, die auch realistisch im praktischen Leben durchgeführt sind, dann sind wir selbstverständlich bereit, auf so einem System mitzuwirken. Und ich hoffe nur, dass wir die Fähigkeit in Europa haben, nicht nur die Bedingungen noch zu entwickeln, aber sie dann auch zu halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur die Bedingungen zu schaffen, wie ich begonnen habe mit Schengen, aber dann auch die Kontrolle bei den Grenzen und die Durchführung von diesen rechtlichen Schritten auch durchzuführen. Vielen Dank.